Liverpool. Ich war überall im ganzen Welt in Fußballstadien. Ich habe gespielt. Ich bin jetzt durch meine Arbeit überall. Und ich muss sagen, was Sie erwarten, die Salzburger, ist die beste Atmosphäre, die es gibt. Ich würde sagen, nur Dortmund vielleicht ähnlich. Und The Cup kennen ja alle, aber das ist ein Druck, das ist eine geile Atmosphäre. Das ist nämlich nur drückend, weil man freut sich dort Fußball zu spielen. Man spürt natürlich auch die Geschichte von Liverpool. Die Spieler sind da, Kenny Dalglish sitzt da, Ian Rush sitzen alle gemeinsam da und guckt das Spiel an. So, ich bin wirklich eifersüchtig auf die Salzburger, die dürfen dort spielen. Ich würde das gern machen, leider aber zu alt und zu dick und so verletzungsfällig. Das ist was Besonderes. Also das Stadion ist natürlich eines der ehrwürdigsten Stadien, das es auf der Welt gibt. Eines der ältesten in England. Viele haben neue Stadien. Liverpool hat sich dazu entschlossen, es umzubauen. Und wenn das Flutlicht an ist, dann ist es immer was Besonderes, an der Anfield Road zu spielen. Deswegen denke ich, werden sie viel Vorfreude haben und die Fans werden eine Atmosphäre vorfinden und genießen, die sie vielleicht so noch nie gesehen oder gehört haben. Ja, vor allem ist das einfachste Spiel in der Champions League, ist ja Liverpool auswärts, weil Salzburg, die haben alles so gewinnen. Die haben gezeigt, dass sie eine super Moral haben. Die haben gezeigt, dass sie wollen das Spiel machen. Ich habe ein Interview mit dem Trainer gelesen, wo er sagt, dass man kann uns mit zum Beispiel Sheffield United nicht vergleichen, weil wir stellen uns nicht hinten. Wir wollen Fußball spielen, gut. Das heißt, das werden auch ein paar Räume sein für die drei vorne beim Liverpool. Aber ich glaube, dass die sollen sich nur freuen, die sollen nur sein Fußball spielen. Das Schlimmste ist ja, wenn du dorthin gehst und nur versuchst, das Niederlage zu verkleinern. Weil da denkst du nachher, wir hätten gern mehr gemacht. Aber ich weiß, dass die Salzburger, die wollen versuchen zu angreifen. Das ist gut so, und wenn du dann verlierst, kannst du trotzdem sagen, wir haben alles versucht. Und ich glaube nicht, dass sie unter die Räder kommen. Also ich glaube schon, dass wir eine enge Partie sehen. Wir sind natürlich schwer, gegen eine unheimlich heimstarke Mannschaft dort was zu reißen. Haben auch in der Champions League in der Gruppe letztes Jahr alle drei Heimspiele gewonnen. Aber ich glaube, dass es eine enge Partie wird, und da müssen sie schauen, ob sie die letzten 20 Minuten, halbe Stunde, wenn es unentschieden stehen sollte, ob sie dann den Willen haben und noch die Kraft, möglicherweise dann einen Punkt mitzunehmen. Deswegen, man kennt Red Bull Salzburg natürlich. Man hat natürlich gehört von jungen Spielern, die Namen für sich machen. Es sind auch in der Vergangenheit immer wieder Spieler gerade nach Leipzig gegangen, die sich in der Bundesliga problemlos eingefunden haben. Das heißt, die Spieler, die bei Salzburg spielen, sind wahrscheinlich deutlich besser als das, was man normalerweise in Österreich in der heimischen Liga erwarten würde. Von daher ist es, glaube ich, kein normaler österreichischer Bundesligist, und Liverpool ist mit Sicherheit gewarnt. Und der Junge entwickelt sich. Ich habe ja mit seinem Vater gespielt. Ich habe ja der Junge irgendwie so verfolgt von Abstand, wie er sich entwickelt. Super Einstellung. Und das gibt es auch Stürmer, die schießen Tore. Aber Erling ist ein Spieler, der, du guckst in seine Augen, der ist so desperat, Tore zu schießen. Und sein Hattrick in Champions League, hast du gesehen, seine Sprint, seine Einstellung, um vor dem Tor zu kommen. Das ist sehr beeindruckend. Und ja, wir sind sehr stolz darauf, dass er sich so auf dem Platz benimmt, aber auch außerhalb dem Platz, weil er ist ein super Botschafter für Salzburg, und auf dem werden die Freude haben, und hoffentlich wird er auch ein paar Tore machen in Anfield. Gut, ist ja viel zu erwarten für einen 19-Jährigen, aber er kann sich gut messen dann mit dem Van Dijk, und ich denke, werden wir sehr, sehr stolz darauf nach dem Spiel, dass er da auch überlebt haben.